Lightroom deine Bilder schneller und vor allen Dingen auch gleichmäßig bearbeiten kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Ich bin der Dirk von Schokozeit und letzte Woche habe ich euch ja dieses Bild gepostet und habe euch da versprochen, dass ich einmal zeige, wie schnell ich dieses Bild eigentlich bearbeite, und das machen wir jetzt einfach mal. Hier ist das fertige Bild. Ich gehe mal auf Zurücksetzen, damit wir wieder den Ursprung haben, wie es aus der Kamera rausgekommen ist. Ja, womit fange ich an? Mit den chromatischen Aberrationen fange ich an. Die nehme ich hier raus. Dann richte ich das Bild einmal ein bisschen gerade aus, weil es gefällt mir vom Schnitt nicht so, wie ich es jetzt hier habe. Und das passt prima so. Ja, und als nächstes gehe ich eigentlich hin und mache mir schon mal einen Look drauf, damit ich weiß, wie das Bild in der auch aussehen wird. Und zwar nehme ich da meinen Mallorca Look. Ich habe diesmal diesen Mallorca Summer 2 Matt verwendet. Den mag ich im Moment besonders. Jetzt habe ich natürlich ein etwas zu dunkles Bild. Gehe hin und die Tiefen ein bisschen auffüllen. Ein ganz klein bisschen Kontrast rein. Ein ganz klein bisschen Klarheit. Die Dynamik kann man auch etwas erhöhen. So, dann haben wir hier hinten in den Wolken ist noch so ein bisschen grau, das möchte ich rausnehmen. Dafür gehe ich hin und nehme den Pinsel. Und male hier drin. Um schön die grauen Stellen aufzuhellen. Ich habe jetzt nicht 100% Deckkraft, deswegen muss ich öfter drüber gehen. Kann aber auch noch ein bisschen die Belichtung erhöhen an den Stellen, wo es mir noch zu dunkel ist. Gehe ich jetzt noch einmal drüber. So, und schon haben wir einen helleren Himmel. So. Ja, was mache ich dann als nächstes? Ich muss dieses Bild natürlich noch schärfen. Da habe ich auch ein paar Presets vorgefertigt. Ich weiß jetzt schon, dass ich diesen hier nehme. Gehe in die Details und wenn ich die Alt-Taste gedrückt halte, kann ich hier sehen, was ich maskiert habe. Sprich, wo wird geschärft und wo nicht. Überall, wo weiß ist, wird geschärft. Überall, wo schwarz ist, wird nicht geschärft. So gefällt mir das auch schon. Dann gehe ich hin und lege immer dem Bild noch eine Körnung drüber. Die habe ich auch hier vorgefertigt in verschiedenen Größen. Und eine Vignette mache ich noch darum. Und dann ist das Bild schon wieder so fertig, so wie ihr es auch letzte Woche zu sehen bekommen habt. Wie ihr gesehen habt, also mit Presets arbeitet man recht schnell. Vor allen Dingen, du hast immer den gleichen Arbeitsschritt und auch immer die gleiche Bearbeitung. Und somit sehen deine Bilder auch ziemlich einheitlich aus. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über dein Feedback. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, immer her damit. Ich freue mich. Und ansonsten viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Ciao!